Hallihallo, ihr Lieben. Heute gibt es ein Update zu meiner Nagelroutine, wobei das kein richtiges Update ist, aber ich habe ja vor Ewigkeiten meine Nagelroutine mal abgedreht mit der alten Kamera. Und ja, die Videos sind mittlerweile auf privat, deswegen wollte ich ein paar Videos neu drehen. Und das ist eins davon. Und ja, ich habe euch auch ein bisschen mitgefilmt, wie ich das Ganze so mache, falls es jemanden interessiert. Allerdings weiß ich nicht, wie man das macht, dass man den Ton weiterlaufen lässt und ein anderes Bild einblendet. Deswegen kommt das einfach am Ende. Ja, und dann könnt ihr euch angucken, wie ich das, was ich jetzt beschreibe, so mache sozusagen. Ja, und fangen wir an mit ja, meinen Nägeln. Und ja, natürlich, sehr logisch. Und das hier sind meine Nägel. Sie sind Natur, sie sind echt. Das werde ich immer wieder gefragt. Das finde ich lustig, dass es wirklich Leute gibt, die denken, die wären nicht echt. Aber wenn man sich die mal so anguckt, sind die alle unterschiedlich lang. Und wenn ich Kunstnägel hätte, wären sie alle ähnlich oder gleich lang. Ja, und wir fangen an mit dem, denke ich, wichtigsten bei meiner Nagelroutine. Ich habe ja recht lange Nägel, wenn man das so sieht. Und zwar, ich benutze keinen Nagellackentferner. Das ist vielleicht das, was so am außergewöhnlichsten ist. Ich weiß es nicht. Jedenfalls benutze ich keinen Nagellackentferner, sondern ich piddel das ab. Beziehungsweise, ich gehe hier an meinen Nagel ran, nimm mir hebel mit dem anderen an einer Ecke vom Nagellack unter und ziehe das Ganze ab. Das habe ich euch auch gefilmt, wie das geht. Es geht eigentlich sogar recht schnell und das mache ich immer. Ich benutze, wie gesagt, keinen Nagellackentferner, sondern mache es immer ab. Und ja, wenn da etwas nicht ganz so gut abgeht, dann kann man das auch gut beim Duschen machen. Also lasst einfach ein bisschen warmes Wasser über eure Nägel laufen und dann lässt sich der ganze Nagellack viel besser abziehen, sozusagen. Und das mache ich, wie gesagt, gerne beim Duschen. Ich habe es euch jetzt aber an meinem Schreibtisch gefilmt und ja, die Überreste davon habe ich dann noch beim Duschen entfernt. Aber nur das, damit ihr euch nicht irgendwie wundert oder sowas. Also, ja, ich benutze keinen Nagellackentferner, sondern ziehe den Nagellack praktisch ab. Weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich Nagellackentferner benutze, trocknet das meine Nägel aus und ich habe das Gefühl, die brechen viel schneller ab und es tut meinen Nägeln nicht gut. Deswegen mache ich das nicht mehr. Und ja, dann kommen wir zu meinem Basecoat sozusagen. Und zwar ist das schon seit Jahren das P2-Calcium-Gel. Und ich bin froh, dass es immer noch im Sortiment ist. So sieht es aus. Und ja, ich habe schon bestimmt 10 oder 20 davon nachgekauft. Und das hat Oxygen-Carrier. Falls euch das was sagt, mir sagt es nichts. Aber vielleicht interessiert es jemanden. Und ja, ich finde dieses Zeug wirklich super. Ich benutze ein oder zwei Schichten, je nachdem, wie ich Zeit habe, auf meinem nackten Nagel. Und ja, ich glaube, ich hätte das Feilen erst erwähnen sollen. Naja, ich mache jetzt erstmal das hier zu Ende. Jedenfalls benutze ich das ein oder zwei Schichten davon, lasse es gut durchtrocknen. Und dann ist das mein Basecoat. Und ich habe das Gefühl, dass meine Nägel dadurch erstens härter werden und zweitens, ja, weniger schnell abbrechen. Okay, das hört sich jetzt komisch an. Aber ich habe das Gefühl, es dauert länger, bis sie irgendwie abbrechen oder sowas. Und ich habe einfach das Gefühl, dass es meinen Nägeln gut tut. Ich habe allerdings noch niemanden auf YouTube gesehen, der das erwähnt hat. Also entweder kennt das kaum jemand oder ich bin die Einzige, die es gut findet. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich benutze es seit bestimmt 2, 3 Jahren und ich finde es super und kann es wirklich nur empfehlen. Und ja, ich benutze es wirklich jedes Mal als Unterlack. So, dann kommen wir zu dem Feilen, was ich gerade vergessen habe. Und zwar benutze ich eine Glasnagelfeile. Und zwar ist meine in dem Fall von Ebelin. Die kann ich aber nicht so sehr empfehlen, weil sie doch sehr rau ist oder sehr, ja, stark. Ich weiß nicht, ich hatte davor eine von Swarovski. Die war super sanft und angenehm. Aber leider habe ich sie irgendwie verloren oder ich weiß nicht, wo sie ist. Und dann habe ich mir diese von Ebelin gekauft. Die finde ich nicht ganz so gut, aber ich finde persönlich für mich Glasnagelfeilen am besten. Sind einfach am sanftesten zu den Nägeln, finde ich zumindest, ist das, was ich festgestellt habe. Und ich versuche an den Seiten immer nur in eine Richtung zu feilen, also nicht so hin und her, sondern wirklich immer nur so in eine Richtung. Aber vorne gelingt mir das nicht und dann mache ich einfach diese normale Feilbewegung sozusagen. Also ich benutze eine Glasnagelfeile für meine Nägel und habe das Gefühl, dass die meinen Nägeln am besten tut und die nicht so schnell dadurch absplittern. So, was ich manchmal, aber nicht immer benutze und habe ich euch jetzt auch nicht mitgefilmt, ist das hier, und zwar ist das der Perfect Nail Hardener ohne Formaldehyd von P2. Ich mag die P2-Nagelsachen sehr gerne. Und ja, den benutze ich manchmal über dem Calciumgel drüber, also nicht stattdessen, sondern da drüber, einfach um meine Nägel noch ein bisschen auszuhärten. Das mache ich gerne, wenn ich möchte, dass der Nagellack auch besonders lange hält, weil ich alle 2, 3 Tage Lust auf einen anderen Nagellack habe. Deswegen benutze ich das seltener, weil ich das Gefühl habe, dadurch hält der länger. Und er lässt sich nicht so gut entfernen, deswegen ja, benutze ich meistens nur das Calciumgel. Also, wenn ich möchte, dass mein Nagellack länger hält und meine Nägel besonders gepflegt aussehen, wie auch immer, benutze ich den gern noch da drüber. Er härtet die Nägel aus und ohne Formaldehyd ist auf jeden Fall super, weil ich habe gehört, dass es nicht so besonders toll sein soll. Ich weiß
weiß nicht, ob es krebserregend ist oder austrocknet, aber irgendwas an Formaldehyd ist auf jeden Fall nicht besonders gut. Genauso wie bei Aceton im Nagellackentferner, das wird ja auch nicht so empfohlen. Aber ich benutze ihn, wie gesagt, sehr gerne, aber nicht so oft, weil ich sehr, erstens sehr faul bin und zweitens sehr schnell Lust auf einen neuen Nagellack habe, beziehungsweise eine neue Farbe. Und es, dann ist es nicht ganz so praktisch, wenn ich zum Entfernen länger brauche. Aber wenn er lange halten soll, kann ich das Ding wirklich sehr empfehlen. Es ist auf jeden Fall ein guter, sanfter Nagellackhärter oder Nagelhärter, besser gesagt. Ja, und das war's auch schon dazu. Also ich benutze dann irgendeinen normalen Lack und keinen Überlack mehr. Also ich habe früher gerne Überlack benutzt, aber mittlerweile mache ich das nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwie der Nagellack schneller absplittert, komischerweise. Also bei mir ist es so, ich habe viele Topcoats getestet und bei mir ist es so, dass ohne alles am besten hält. Also deswegen benutze ich keinen Überlack mehr. Und wenn ich doch mal einen Überlack benutze, dann ist es meistens aber bei so Sandstyle-Lacken, wo mir das Finish nicht so gut gefällt und wo ich es gerne ein bisschen glänzender hätte. Und dann benutze ich einfach diesen Nagelhärter von P2 einfach nochmal oben drauf. Also entweder benutze ich den halt, wie gesagt, über dem Calciumgel oder über dem Nagellack an sich. Aber ich benutze keinen extra Topcoat mehr und meistens mache ich das auch nicht. So, kommen wir zur letzten Sache, die ich mache. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen, ja, komisch und ich kann es auch nicht jedem empfehlen, muss ich sagen. Und vor allem, wenn ihr unter 18 seid, weiß ich nicht, solltet ihr das mit den Eltern absprechen. Und zwar geht es um Nahrungsergänzungsmittel. Und ich benutze diese hier. Die sind zwar für die Haare, aber oft gibt es ja Sachen, die für die Haare sind, die auch für die Nägel gut sind und für die Haut und was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, dass Haare und Nägel recht ähnlich strukturiert sind und ähnliche Nährstoffe und alles brauchen. Zumindest habe ich das schon mal ein paar Mal irgendwie gelesen. Und ich benutze diese Haartabletten, damit meine Haare schöner und kräftiger und schneller und was weiß ich wachsen. Und ich habe das Gefühl, dass es auch meinen Nägeln gut tut. Also ich kann es nicht irgendwie bezeugen, aber ich bilde es mir zumindest ein und ich habe das Gefühl. Und ich weiß, dass Nahrungsergänzungsmittel ein kritisches Thema sind, deswegen, wenn ihr unter 18 seid, sprecht sowas mit den Eltern ab. Sowas kann Nebenwirkungen haben. Ich habe noch keine festgestellt und ich benutze solche Tabletten seit 3 Jahren ungefähr. Mir geht es noch super, aber es kann sein und deswegen sprecht das bitte ab. Aber ich benutze zum Beispiel diese hier von Abtei, die H-Vital-Dinger. Und ja, ich habe das Gefühl, dass meine Nägel dadurch kräftiger und schneller wachsen, genauso wie meine Haare auch. Aber es kann auch nur Einbildung sein, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass es so ist. Und deswegen wollte ich es erwähnen, weil es auf jeden Fall auch ein Teil meiner Nagelroutine ist. Ja, und das war's auch schon. Falls ihr das alte Video gesehen habt, ist es eine etwas abgespeckte Version. Also ich bin fauler geworden, was das Ganze angeht und mache weniger. Aber es funktioniert für mich immer noch super. Und da war natürlich der Akku leer, als ich mich gerade verabschieden wollte. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Jedenfalls kommen jetzt diese Aufnahmen von mir, wo ich mich beim Nagellack abmachen und neu lackieren und so weiter und so fort gefilmt habe. Und ich verabschiede mich schon mal und ja, hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht es gut und ja, tschüss!